Gut, dass man auch nur sprinten kann, wenn das Spiel es einem erlaubt. Ich würde mich jetzt schon gerne ein bisschen schneller bewegen. Kann ich aber nicht. Das gehört ja immer noch zum Epilog, ne? Also von daher brauche ich hier nichts suchen. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wie es mir gefällt, bis jetzt. Traurig ist es. Traurig und schockierend. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. So, die Leiter ist bestimmt da, wo wir noch nicht lang gegangen sind, ne? Finde die Leiter. Ich wette, ich finde wieder einen Untoten. Da ist er doch. Hier ist sie nicht. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Tutorial freigeschalten. Stelle Leitern an Wände, um höher gelegene Orte zu erreichen. Wenn Leitern oder Bretter einen Vorsprung überragen, kannst du sie mitnehmen und an andere Stelle tragen. Okay. Bretter können über Löcher und Spalten gelegt werden. Hihi, Spalten. Um an Stellen zu kommen, die durch Springen nicht zu erreichen sind. Man kann auch springen. Also so viel Umsicht habe ich, glaube ich. Ladies first. Alter vor Schönheit, haha. Ha. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Aber Hauptsache man muss zwei Tasten drücken, um hochzuklettern oder in Deckung zu gehen. Das werde ich doch versemmeln. Weil das mit dem guten alten Klick auf eine Taste geworden. Guck mal an, jetzt kann man hier schon durchsuchen, ja? Ah. Wie nehme ich den Kack auf? So nicht? Ach, immer Dreieck, okay. Ah ja, okay. Das heißt, doch schon looten. Ja, 3. Was ist das? Umdrehen. Anhänger, die von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Hauptsache, es gibt eine Miliz. Es muss immer irgendjemanden geben, der stumm macht. Wahrscheinlich sind wir auch bei der Firefly-Miliz. Ich weiß es nur noch nicht und hetz jetzt schon über die Gruppe. Jetzt hier runter. Ob Norbert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sehr schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Ja, wir sind... für eine Weile. Höchstwahrscheinlich sind wir von der Firefly-Miliz. Ja, das hast du aber recht, Jule. Die Spalte will ich sehen, für die du eine Leiter brauchst, um sie zu überbrücken. Sporen. Ach, Sporen. Okay. Muss ich jetzt auch noch die Gasmaske selber aufsetzen immer? Welcher Schwierigkeitsgrad? Normal oder schwer? Ich spiele schwer. Ich hatte überlegt, ob ich Überlebender spiele, aber Chris, aka Edgar Friendly CB, hat mir davon abgeraten. Ja, was hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Aus dem wachsen Dinge. Wie schnell kann bitte Pilzbewachsung einsetzen? Wird immer angezeigt, wenn man irgendwas looten kann? Ich frage für einen Freund. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Was? Ich hab mich was? Jule, schäm dich.
Viel Spaß, du bist von schwer zurück auf Normal-Kombo. Hier lang. Hat einen wissenschaftlichen Hintergrund? Reden wir immer noch von der Spalte, oder? Vorsicht. Scheiße! Pass auf, helft mir! Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Kann man das auch nicht so machen? Gehen wir. Was willst du jetzt tun? Ja, hätte ich ihn jetzt sterben lassen? So? Okay, warte, rot bedeutet nichts Gutes, ne? Was ist, wenn ich die jetzt aufhebe? Habe ich jetzt im Inventar? Habe ich ein Inventar? Gerade eben hatte ich doch sowas wie ein Inventar offen. Achso, er hat die Waffe aufgehoben und gleich die Munition rausgezogen. Das gefällt mir. Alter. Pfui, Deivel. Wie es hier aussieht. Es gibt halt weniger Loot, ja. Ich bin mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Ich habe auch damals mal mit Doom 3, nee, nicht Doom 3, ich weiß gar nicht, welches Doom ich da gespielt habe, habe ich sofort aufgehört, weil ich für jede Munitions, für jeden Munitionspeople in irgendwelche Ecken kriechen musste und da waren immer Viecher und es war dunkel und ich war jung und ich habe dann aufgehört. Direkt. Hab nicht lange durchgehalten. Weiße Kreise zeigen also immer Interaktionen an. Und Gegenstände leuchten dann wahrscheinlich, ne? Die ich nehmen kann. Halte R1 für den Lauschmodus gedrückt. Und jetzt? Muss ich jetzt zum Anschleichen das Licht ausmachen? Nö. Weniger Loot bedeutet weniger Messer, okay. Schaffe ich das? Schießen oder nicht schießen? Das war harte Verschwendung. Gott. Es gibt welche, die auf Licht reagieren. Okay, 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 es gibt unterschiedliche. Doom 3 war auch kein wirkliches Doom. Also ich weiß nicht, welches Doom das war. Übrigens ist der Lauschmodus ganz cool, wenn man mal sicher spielen will. Und wenig Loot hat, so wie ich jetzt gerade wahrscheinlich. Schleich vorbei, spar die Moon. Okay, gut gespart. Sorry. Ja. Spare in der... Was? Wie war der Spruch? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not oder so. Aber bei solchen Spielen ist wahrscheinlich besser so rum. Ich hatte auch schon mal Spielsequenzen, wo ich mit Munition wieder rausgegangen bin, weil ich so krass gesammelt, also gefarmt und nicht geschossen habe. Man kann also nichts weiter... Man kann nur ein Medikit haben, okay? Ich habe schon wieder vergessen, wie man sich heilt, ne? Top. Vorbeischleichen nachher. Hätten die mich noch von hinten erwischt. Hätte ich Bock drauf gehabt. Das ist eigentlich immer so diesig hier. Geht's hier raus? Durchs Fenster? Oder gibt's hier einfach eine Tür? Es gibt keine Tür. Es gibt eine Treppe. Na Mensch.
schon mal realistischer wie andere Games. Was? Was soll dieses Zeichen bedeuten über meinem Kopf? Soll ich mit dem... Warte mal, flackert meine Lampe? Warum? Soll das heißen, dass meine Lampe im Arsch ist, oder was? Müssen wir hier raus? Geh mal davon aus. Das mit den Jumpscares und Taschenlampe war Doom 3. Ja. Das sind die Schimmelspilzsporen. Das, deswegen die Maske. Der Chat ist so schnell, ich kann gar nicht so hinterherlesen. Ich muss die Lampe laden. Du musst mit dem Controller wackeln, damit die Lampe wieder geht? Der verarscht mich doch. What the F? Das ist ja ein geiles Gimmick. Cool. Spricht auch für die Qualität der Lampe, muss ich sagen. Toll. Ein Raum mit nichts. Oh, doch. Nachricht an Bruder. Ach, hier war das Inventar. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben nur noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit wir dir wenigstens diesen Zettel schicken können. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu... Hoppala. Hallo? Ach, hier. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Eine Karte dabei. Infektionsstadien. Stadium 1. Runner, sie dürfen dich nicht überrennen. Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Wirts übernommen. Die schnellen, wendigen Infizierten des ersten Stadiums bewegen sich für gewöhnlich in Gruppen. Passen sie auf, dass sie nicht überrannt werden. Zweites Stadium, Stalker. Verstecken sich und lauern ihren Opfern auf. Umgebung überprüfen. Stadium 3, Klicker. Sehen nichts. Völlig blind, exzellentes Gehör. Spüren Beute per Echolokation auf Entfernung halten. Infizierte im dritten Stadium sind für wilde Attacken bekannt und extrem tödlich. Stadium 4, wäre es auch noch zu geben. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Hm. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Ich muss mal meine Maus hier auf den Chat legen, damit ich hier... Ich weiß nicht, wie sehr dein Sammelwahn ausgeprägt ist, aber... Mir war so, als ob man Comics sammeln könnte. Davon muss man sich aber gut umschauen. Die Klicker... Ich mag die Klicker jetzt schon nicht, ne? Trainingshandbücher. Irgendwann kann ich auch craften, vermute ich mal. Aber jetzt wohl noch nicht. Ich bin übrigens nicht so ein Typ, der viel Collectibles sammelt. Also, ich gucke mich schon um. Aber wenn ich was nicht gefunden habe, bin ich jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nach diesem Zeug suche, ne? Frische Luft. So, wir brauchen wieder eine Leiter oder so ein Scheiß. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Oder? Ich hasse den Gestank in der Stadt. Der einfach durchgelaufen? Fragst du bitte nicht nach einem dieser Raumsprays? Okay. Hey, wenn ich abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Die Frage ist, wie gut muss man sich jetzt wirklich umsehen, ne? Mein erster Gedanke wäre, hier in den Kofferraum zu gucken, in dem nichts ist. Der Grund, weshalb ich länger für Spiele brauche, ist nämlich der, dass ich überall nachgucke. Und das ist immer extrem zeitaufwendig. Hier lang. Klicker sind die, die am besten mit dem Messer von hinten killst. Gilt, glaube ich, für alle Gegnertypen, oder? Wenn man das schafft. Also würde ich jetzt mal vermuten. Ich frage mich auch, wie weit man jetzt... Wie weit man diese Interaktionspunkte jetzt sieht.
Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Das Brett ist weg, ich muss es holen. Ein Brett verschwindet nicht einfach so. Wahrscheinlich ist es runtergefallen, ne? Das ist das schon sehr. In der Tat könnte ich mal die Umschaugeschwindigkeit. Wie war das? Ah ja, okay. Schnell wechseln. Es ist verwirrend. Ich, kann das sein, dass das Taschenlampengeräusch aus dem Controller kommt? Hier, reich es rüber. Verwirrt mich gerade ein bisschen. Das ist ganz schön schwer. Ich werde davon schaffen. Okay. So, die Messer verbrauchen sich auch noch. Das heißt... Sie nutzen sich ab, okay? Ist jetzt nicht das Problem. Habe ich auch schon bei anderen Spielen gehabt. Ist aber irgendwo auch schade. Dann los. Zu Befehl, Boss. Man muss auch mal die Grafik genießen, ja. Und nicht immer nur den Chat lesen. So. Es freut mich schon, wenn ich lese, dass die Klicker hammerhart ragen. Da freue ich mich doch schon richtig auf das, was da kommt. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. Was, wir wollen jetzt gucken, ob hier Soldaten rumscharwenzeln? Möchte ich das wirklich? Da höre ich doch schon Schüsse, oder war das ein Vogel? Der joggt ungefähr so wie ich. Schneller kann ich auch nicht, glaube ich. Da hinten nicht gerade was geblinkt? Interessant, dass die Infektion von irgendwelchen Pilzsporen kommt. Erinnert mich irgendwie an... Die Serie, den Film Der Nebel, also da gab es da mehrere Verfilmungen von, aber der Teil, wo auch irgendwelche Sporen durch die Luft geflogen sind und die Leute dann ihren Überlebensinstinkt verloren haben, einfach von Gebäuden gesprungen sind und so eine Scherze. War doch, glaube ich, auch Der Nebel, oder? Hieß das nicht so? Schon eine Weile her, dass ich den geguckt habe. Kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Ich lade schon mal nach. Ach, kann ich ja nicht. Los geht's. Na komm. Ich weiß nicht, wann die Waffe wegsteckt. Halt das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab die Karte. Jetzt, verstanden? Okay, kann ich machen. Ah ja, hier hinten ist doch nichts weiter. Ich frage mich, ganz ehrlich, wenn die Lebensmittel so knapp sind, wie kann man solche Oberarme haben? Wenn es quasi nichts zu essen gibt. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Hm. Ich kann dir mal ein paar Kugeln geben. Dann hab ich deine Ware. Beeilung, wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Ah, gegrillte Ratten. Ich hab dich ja nicht, dich vorzudrängeln. Geil. Ja, ich warte hier schon Ewigkeiten. Dass es so einen Pilz gibt, der Ameisen befällt, das habe ich auch schon gehört. Dass dir das Nervensystem dann befallen bei den Ameisen. Hier ist ja einladend, Mensch. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei.
Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Sag doch zu! Fertig! Hey, du musst blocken! Alter! Wo bist du denn? Na los! Malik! Mach ihn alle! Sorry, mach schon! Ihr gehört zusammen, geht Mann, hau ihn mal rein! Lass dich nicht verlassen! Sag zu, na los! Hier muss wohl jemand Zeit totschlagen. Alter Bekannter, frag nicht. Meine Güte. Was? Ob vor Cordyceps Uniterales? Alles klar, das erklärt dann auch den Namen der Viecher. Ich habe gestern einen humanen Pathogen-Variant gezüchtet. Wahrscheinlich leidet Chris unter Pilzbefall. Das will uns einfach nur besser vermitteln. Was haben wir denn hier? Einberufungsbescheid. Der General der Quarantänezone von Boston. An, scheiß drauf. Begrüßung, als dienstauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaften Nichterscheinen am oben angegebenen Ort zur oben angegebenen Zeit erfolgt Einschränkung der Ration sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsbescheinigung. Legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten, wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung leiden, die Sie nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen Sie einen entsprechenden ärztlichen Attest vor. Gut, dass hier es nichts geändert hat, ne? Legen Sie einen Attest vor. Bei solchen Geschichten... Man kann nicht mehr mit ihr reden. Okay. Das war jetzt creepy. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Schleudern mit den Lebensmittelkarten rum, ne? Als würde es denn jede Ecke zu kaufen geben. Ah, sorry. Chris, du weißt doch. Das färbt auf mich ab. Alle sind immer gemein zu mir, also muss ich auch zu anderen gemein sein. Ich muss nicht mehr kompensieren. Los geht's. Oh oh. Oh oh, das sieht schon so aus, als müsste man sich irgendwo verstecken. Ja, ja. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. What? Ich hab nur einen Schuss? Der muss jetzt sitzen. Ja. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Aha, Ziel auf sie, sagt sie. Classic. Du bist erledigt, Arsch! Easy. Gut gemacht, Cowboy. Easy, easy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht. Das war wieder Timelag, oder? Ich drück ab und in dem Moment duckt er sich runter. Geiler Dorsch. Mist, hier geht's nicht durch. Ab wann lohnt es sich, sich zu verbinden? Okay, gut. Nicht, dass ich jetzt wüsste, wie es geht, aber ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Gib mir die Hand. Bitte! Ganz schön Zahn drauf hier, ne?
Kann man sich gar nicht umgucken. Hier drüben, Joel. Ah ja, das sieht auch schon wieder so aus. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ja, weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Kann mich nur nicht bewegen. Moment, hat er was gedroppt? Nicht? Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten, ungefähr Zivilisten. Oh, okay. Lass mich raten. Firefly? Ja, sie denken alle an den Anfang. Okay, ich hätte ihn jetzt als menschliche Schutzschild nehmen können. Das ist mir auch bewusst geworden, als ich dann Viereck gedrückt habe. Aber sicher, sicher. Man kann ihn kurze Zeit mit dem linken Joystick umherbewegen, bevor er sich befreien kann. Na gut, das hätte nicht so lange reicht, deswegen haben wir ihn gleich mal umgeleuchtet. Und er hat natürlich nichts mitgehabt für uns. Logisch. Ey, das irritiert mich total, dass es keine Zielhilfe gibt, ne? Was eine Scheiße. Ist ja schon ein bisschen. Warum hat sie ein Messer? Warte mal, der hat was verloren. Gleich gehört. Schauen wir uns um. Ein Lagerausschlüssel. Den man sich auch noch angucken kann. Oh, hier leuchtet was. Ich bin jetzt voll geheilt. Wie ist denn das passiert? Über die Zeit heilt man Overtime? Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich habe einen riesigen Rucksack und ich kann nur eine Bandage tragen? Mein Gott. Kann mir vielleicht mal jemand aus dem Chat sagen, wie man sich nochmal heilt für den Fall, dass es passiert? Meistens krepel ich dann nämlich ab, wenn solche Geschichten passieren, dass ich angeschossen werde und ich kann mich nicht verbinden. Man kann keine Kästen öffnen, ne? Nee. Man muss Medikits herstellen, aber ich habe doch irgendwelche Bandagen aufgenommen. Hey, wir haben die Kisten im Kühlschrank getragen und alles verriegelt. Gut, wenn wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Okay, ich kann jetzt Flaschen an solche Sachen werfen, um sie abzulenken. Ich kann sie auch direkt betäuben. Aha. Ach, nach oben. Steuerkreuz nach oben war es, zum Heilen. Wir reden mit dem anderen, wir finden schon was. Okay. Ich hab richtig Bock, einem eine Flasche an den Kopf zu werfen, ne? Nur wieder nicht klappen. Weiß, dass der andere weggerannt ist.
schnell und leise kaufen.